Einen wunderschönen guten Tag, mal wieder zu einem R-Test. Und heute haben mir Freunde was mitgebracht aus dem Italienurlaub. Ein Produkt, was es hier in Deutschland, soweit ich weiß, so nicht gibt. Nämlich Nutella Biscuits. Soweit ich das jetzt hier rausfinden konnte, wird es allerdings in Frankreich hergestellt. Gibt es in Frankreich und in Italien. Offenbar hier halt nicht. Deshalb kann ich auch gar nicht so genau sagen, was jetzt hier so wirklich draufsteht, außer dass wir sehen, dass es scheinbar Kekse mit einer Schokofüllung ist. Ich kann auch tatsächlich nichts zu den Zutaten sagen. Ich kann euch das ja hier mal so zeigen. Also, so sieht das aus. Und dann stehen hier so ein paar schöne Dinge hier. Da stehen auch die Zutaten. Wenn jetzt jemand Französisch oder Italienisch kann, dann kann er sich das jetzt hier alles schön durchlesen. Also ist da sicherlich Schokolade drin, Kakao, Zucker und dann stehen hier auch noch hier was, also wie viele Mengen von Fett und Zuckerproteine. Naja, also es ist ziemlich viel Zucker und ziemlich viele Kalorien. Ja, aber mehr kann ich in dem Fall tatsächlich wenig sagen. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal auf. Es ist, was ich gut finde, eine frische Verpackung. Das heißt, man kann die Verpackung dann hier wieder schließen. Das heißt, wenn ich die jetzt hier aufmache, ist die normalerweise noch dann immer noch zu. Also man kann es dann hier zudrücken und dann ist sie wieder zu. Ja. So, jetzt aber mache ich es auf, um zu kosten, was es denn ist. So, wenn wir jetzt hier mal reingucken, sehen wir erstens, dass es natürlich nicht bis oben ran, bis oben voll ist. Aber, ja. Ah, und es, ich dachte, so anhand dessen, was man hier sieht, dass es zwei zusammengeschobene Keksscheiben sind, ist es aber nicht. Also ist das ein Keks, hier oben ein bisschen Schoko und ich nehme mal an, dass dann irgendwie hier drin noch Schoko ist. Aber das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ah. Ja. Also es ist kein Schokoring, sondern hier ist dann auch noch mal eine Keksplatte drauf und hier ist dann die Schokolade. Also hier Keks. Der Schokoring und hier drin ist Schokolade noch zusätzlich und natürlich ist es Nutella. Hm. Es wird immer mehr im Mund und es schmeckt tatsächlich nach Nutella, aber es schmeckt mir ein bisschen wenig nach Nutella, ehrlich gesagt. So blöd das jetzt klingt, aber es ist mir eigentlich ein bisschen viel Keks und ein bisschen wenig Nutella. Das ist ganz schön viel Keks, das sieht man ja, dass das ja hier alles umschlossen ist. Es ist eigentlich ein relativ dicker Keks mit so ein bisschen so einer kleinen Schicht Nutella hier drin. Naja, wobei so wenig Nutella ist das gar nicht. Oder wenn man jetzt mal so raufbeißt, dann ist da schon ordentlich Nutella drin. Es ist so typisch, also eigentlich, ja, es ist völlig typisch. Ich werde es auf jeden Fall aufessen. Diese Biskuits werden nicht weggeschmissen, das könnt ihr mir glauben. Schmecken auch eigentlich ganz gut, aber durch dieses viele Keks hier drumherum würde ich es mir wahrscheinlich jetzt nicht nochmal, oder wenn es das dann in Deutschland gäbe, nicht nochmal. Also dafür ist der Keks auch ganz schön wirklich trocken und viel. Also der Keks selber könnte eine Spur dünner sein. Das ist ja zum Beispiel bei diesem Doppelkeks, da könnte man die auseinandernehmen, dann ist der Keks aber an sich dünner, es ist aber hier halt nicht. Und dadurch ist es wirklich, wird es auch dann sehr viel im Mund und dann ist dann auch der Nutella-Geschmack nicht mehr da. Den hat man halt nur, wenn man dann rollt draufbeißt und das Nutella dann runterlutscht. Deshalb ein gemischtes Urteil, aber insgesamt schon den Daumen so schräg nach oben, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.